Willkommen zurück auf meinem Kanal. Red Bull, Toro Rosso und Alonso bekommen Motorenstrafen. Eins ist jetzt schon Fakt. Es wird eine ungewöhnliche Startaufstellung zum großen Preis von Russland geben, denn Max Verstappen und Daniel Ricciardo lassen ihre Motoren wieder zurück auf die B-Spezifikation wechseln und werden vom Ende des Starterfeldes ins Rennen gehen. In Singapur hat die C-Spezifikation nicht funktioniert, welchen der Niederländer immer wieder kritisierte. Aber auf dem Sochi Autodrom kann man an einigen Stellen gut überholen, weshalb sie die Plätze 5 und 6 durchaus einfahren könnten. Auch Schwesterteam Toro Rosso bekommt diese Strafen für ihre Fahrer Gasly und Hartley. Der Grund ist, Honda will vor dem Heimspiel in einer Woche ein Upgrade einbauen. Aber nicht nur die Red Bull starten von hinten, denn Fernando Alonso gesetzt sich aufgrund eines Motorenwechsels auch noch dazu. Alle 5 Piloten bekommen einen neuen Motor, einen neuen Turbolader sowie eine neue MGOH und MGOK. Verstappen und Alonso bekommen zusätzlich eine neue Steuerelektronik, Hartley bekommt nur eine neue Steuerelektronik. Streckenversicherung zahlt Haarschaden. Im zweiten freien Training des Malaysia Grand Prix im letzten Jahr flog Romain Grosjean mit über 270 Sachen von der Strecke und krachte mit 17G in die Bande. Der Franzose ist über einen schlecht verschweißten Ringeinlauf gefahren. Der Haas-Bolide hatte einen Schaden von etwa 500.000 britischen Pfund. Teamchef Günther Steiner bestätigte heute, dass der Schaden von der Streckenversicherung bezahlt wurde. Er hat nicht mehr wirklich daran geglaubt, dass sie den Schaden bezahlen. Über den Entschädigungsbetrag ist nichts bekannt, aber Haas ist zufrieden darüber. Haas gibt Fahrerkader für 2019 bekannt. Und weitere News vom US-Team. Sie haben ihre Fahrer für 2019 bekannt gegeben. Keine Überraschung, denn Kevin Magnussen und Romain Grosjean werden im nächsten Jahr wieder auf Punktejagd im Haas gehen. Aufgrund des Wechsels von Charles Leclerc zu Ferrari und das Einfahren von 27 Punkten seit dem Österreich Grand Prix retteten dem Franzosen das Cockpit. In den ersten 8 Rennen hatte er viele Fehler gemacht und nicht einen einzigen Punkt gesammelt. Auch der Däne liefert eine starke Saison ab, der sich mit 49 Punkten auf Platz 9 befindet. In der Teamwertung befindet sich Haas nur 15 Punkte hinter Renault auf Platz 5. Feuer bei Haas. Oh Mann, noch nie hatte ich 3 Berichte über ein Team in meinen News. Das ist neuer Rekord. In der Nacht zu Freitag gab es in der Haas-Garage ein Feuer. Es sind 2 Reifensätze bei Kevin Magnussen durch eine Steuerungseinheit in der Heizdecke abgebrannt. Der Brand wurde dann gesehen und gelöscht. Angeblich soll Haas die vorgeschriebene Reifenlagertemperatur von 60 Grad Celsius höher eingestellt haben, um den Reifen noch weicher zu machen. Bis zu 80 bzw. 110 Grad Celsius sind aus Sicherheitsgründen aber erst ab 2 bzw. einer Stunde vor der Nutzung erlaubt. Teamchef Steiner widerspricht den Gerüchten, das US-Team hat Pirelli um Ersatzreifen gebeten. Und jetzt hätte ich gerne eure Meinungen zu den einzelnen Themen in den Kommentaren. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keiner meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.